Ausnahmezustand in der Türkei. Ja, seit dem gescheiterten Putschversuch gibt es viele Verhaftungen, viele Bestrafungen und nun auch jetzt einen Ausnahmezustand. Viel Kritik natürlich aus der EU, aber auch von vielen anderen Politikern. Herzlich willkommen zu Update Politik am heutigen Freitag, der 22. Juli 2017. Solltet ihr ein komisches Geräusch hören, es ist der Ventilator, der mir hier unten Luft zuwedelt, durchlüftet, muss man sagen, denn hier ist einiges los und ich merke gerade auch, wie ich mein Mikrofon angemacht habe. Ne? Also ein bisschen doof ist es jetzt angemacht. Moment. Ne, das so ist falsch. So ist richtig, genau. So ist richtig. Habe ich schon gedacht, ihr hört mich überhaupt nicht mehr. So, jetzt hört ihr mich aber. Und das ist jetzt auch ein guter Grund, um in die Sendung zu starten. Starten aber jetzt auch nicht mit dem Bericht aus der Türkei, beziehungsweise über die Türkei. Nein, sondern natürlich über Donald Trump. Ja, die Republikaner haben ihn nun offiziell zum Präsidentschaftskandidaten gewählt. Die heiße Phase des US-Wahlkampfs geht langsam los. Nächste Woche werden ja die Demokraten noch Hillary Clinton natürlich zu ihrer Präsidentschaftskandidatin natürlich ernennen. Und es ist natürlich klar, Donald Trump will es ja immer wieder groß haben. Immer wieder. Ne? Also man kann über den Typen denken, was man will, aber es ist natürlich ein Mann, der natürlich Amerika spaltet. Das Einzige, was natürlich, oder auch die Republikaner spaltet, das Einzige, was natürlich die Republikaner zusammenhält, ist natürlich zu verhindern, dass es nochmal weitere 4 Jahre Clinton beziehungsweise der Demokraten gibt, also sprich 4 Jahre Hillary Clinton. Das unter anderem. Und es gab natürlich sehr, sehr viel Shit, also was heißt Shit, sehr, sehr viel Rumgestenker gegen die ehemalige Außenministerin und Frau von Bill Clinton. Unter anderem gab es eine Marathonrede von Donald Trump natürlich. 1 Stunde 20 Minuten hat der ganze schöne Kram gedauert. Und am Ende sagte er, ich bin eure Stimme, ich bin bei euch, ich kämpfe für euch und ich gewinne für euch, ich liebe euch. Für viele, die Trump natürlich richtig kritisieren, sagen natürlich, der Mann hat sie nicht mehr alle. Kann natürlich sein, aber natürlich nach dieser ganzen Rede gab es natürlich die Konfetti- und die Luftballonsache. Auch die ganze Familie, der Trump-Clan, war natürlich auch mit dabei und hat auch für großen Zündstoff gesorgt. So unter anderem die, ich glaube, dritte Frau von Donald Trump, ich weiß nicht, Melina Trump heißt sie oder Melinda Trump, ich habe da keine Ahnung, aber durch ihren englischen, also durch ihren Akzent im Englischen könnte man hören, dass sie keine Amerikanerin ist, ich glaube irgendwie Topmodel ist sie gewesen oder so, ne? Hat ja natürlich dafür gesorgt, dass es ja einen kleinen Skandal gab wegen ihrer Rede, die ja wirklich zu der ähnelt, die auch Michelle Obama vor 8 Jahren gebracht hat. Ja, schaut doch mal auf YouTube an, da gibt es unter anderem viele Videos, wo es natürlich geteilt wurde, links dann die Frau von Trump und rechts halt dann die Frau von Obama, die natürlich dann geradewegs, so könnte man es sagen, oder so kann man es auch sagen, dieselbe Rede geredet haben. Unter anderem ist natürlich klar, dass er selbstverständlich die Partei, also die Republikaner, zurück ins Weiße Haus bringen will. Und natürlich auch will sich oder inszenierte sich auch Donald Trump hier natürlich als Retter von Amerika. Er zeichnete ein düsteres und negatives Bild der Nation. Er sagte, wachsende Arbeitslosigkeit, Rekordverschuldung und Gewalt durch Terror. Und das ist ein Vermächtnis, so sagte sie das, von Hillary Clinton. Ne? Tod, Zerstörung, Terror und Schwäche. So, sie ist eine Marionette bei der Lobbygruppen, die Strippenzieherin. Man muss eigentlich aber auch so sehen, dass die Republikaner zum Teil für einiges verantwortlich sind, wogegen heute die Demokraten in Amerika, aber auch weltweit kämpfen müssen. Und da sage ich halt nur den Terrorismus. Aber das wollen ja die Republikaner selbst ja nicht hören. Das ist aber dann auch ein Kritikpunkt, wo, glaube ich, viele solcher Leute generell sagen, nö, machen wir nicht, muss nicht sein. Ja, jetzt werde sich aber auch alles unter seiner Präsidentschaft ändern, hat Donald Trump natürlich gesagt. Er werde wieder alles, wieder Recht und Ordnung ins Land herstellen. Er sagte, wenn ich ins Oval Office ziehe, dann werde ich Law and Order einführen. Ob er jetzt damit die Serie meint oder auch nicht, das können wir jetzt auch so satirisch und lustig drüber stellen lassen. Ich bin Recht und Ordnung Kandidat.
Und für ihn wird natürlich dann auch nach seinem Slogan Make America Great Again, ne, natürlich die Amerikaner natürlich an erster Stelle stehen. Amerikanismus, nicht Globalisierung, wird unser Credo sein. Also so unter anderem natürlich auch hier soll in Amerika der Egoismus vorangetrieben werden. Sprich natürlich, klar, wenn neue Leute ins Land kommen wollen, sollen die eher vernachlässigt werden, als natürlich dann unterstützt werden, quasi, wenn sie hier ein neues Leben aufbauen wollen, wenn es in ihrem eigenen Land halt nicht gefällt. Das kennen wir natürlich auch in Europa mit den Flüchtlingen, ne? Dass da diverse Länder die Grenzen dicht machen oder auch einfach auf Flüchtlingsheime losgehen. Idiotisch ist sowas, aber was will man dagegen halt natürlich auch machen, außer nur halt draufhauen? Mehr auch nicht. Auch das andere große Thema, die Immigration, die Integration, kam zur Sprache. Wir werden diese Grenzmauer bauen, um illegale Einwanderung zu stoppen, um Gangs zu stoppen, um die Gewalt und die Drogen zu stoppen, die in unser Land überfluten. Er hat ja vor einem Jahr, als ja der ganze Kram natürlich mit den Ausländern losging, ich mach mal den Ventilator aus, war natürlich so die ganze Chose dabei, dass er natürlich die Mexikaner komplett beleidigt hat und da auch natürlich großer Shitstorm gegenüber ihm ankam. Aber wir werden das natürlich überhaupt sehen, nachdem ja jetzt natürlich ich ja auch so eine Perspektive habe, in eine Richtung gehe, wo ich weiß, die Welt wird kurz vorm Abgrund stehen, habe ich auch das Gefühl, dass so eine Grenzmauer kommen wird, wenn der Präsident Donald Trump heißen wird. Überraschend kam aber eine Rede über Homosexuellen und Transsexuelle, also über Schwulen, Lesben und natürlich auch Transsexuelle, von einem Republikaner. Man weiß ja eigentlich generell, die Republikaner, ne, sind alles, hassen alles, was für sie nicht normal ist, ne? Und eigentlich sind ja meistens die Republikaner nicht normal, wenn man das natürlich weiß. Und Trump will natürlich versprechen, sich auch als Präsident um Homosexuelle und Transsexuelle sich kümmern zu wollen. Also hier unter anderem auch natürlich auf Wählerstimmen zu gehen. Unter dieser Sache hat auch natürlich ein Geschäftsmann und ein Freund Trumps, nämlich Peter Thiel, in seiner Rede gesagt, ich, Zitat, ich bin stolz, schwul zu sein, ich bin stolz, Republikaner zu sein und ich bin stolz, Amerikaner zu sein. Ja, kann man natürlich sein, ob man, ob das natürlich einigen Republikanern, Ultrakonservativen gefallen lassen. Das wird man sehen. Es gab ja zuletzt ja Streit auch wegen zu Toiletten durch, wie natürlich die Nutzung von Toiletten durch Transsexuellen. Da gab es ja natürlich bei den Ultrakonservativen, also bei der Tea Party Bewegung, natürlich etwas Tumulte, selbstverständlich. Wenn Ted Cruz jetzt Präsidentschaftskandidat geworden wäre, ich glaube, nicht mal Schwule dürften reinkommen. Ne? So erzkonservativ oder ultrakonservativ ist Ted Cruz. Das glaubt mir, das ist so. Du kommst aus Texas, das sind sie alle so. Ja, wie das Ganze dann natürlich aussehen wird, werden wir natürlich in den nächsten Wochen erfahren. Eins wissen wir natürlich bei dieser Schlacht Clinton gegen Trump, es wird eine Schlammschlacht sein. Und ich bin mir sicher, irgendwann, wenn wir hier bei Update Politik im Oktober sind, so eine Woche vor der Wahl, ich bin mir sicher, ich werde riesen wirklich hier auf dem Tisch liegen, so, ne, und sagen, Gott, hört auf. Beide sind nicht geeignet fürs Weiße Haus, das kann ich jetzt schon mal sagen. Trump alleine, weil er so als Rassist durchgeht, die Republikaner so blind geworden sind. Clinton hingegen, okay, ne, sie war schon mal im Weißen Haus als First Lady, aber durch ihre Skandale mit E-Mail-Konten und schieß mich tot, bin ich mir auch nicht sicher, ob sie das irgendwie richtig durchbringen kann. Obama unterstützt sie, Sanders unterstützt sie natürlich, alle von den Demokraten wird natürlich dadurch unterstützt. Nächste Woche in Philadelphia findet dort deren Parteikongress statt. Da werden wir darüber dann auch hier bei DERCHO.TV berichten, so auch natürlich online. Wir sind ja online auf DERCHO.TV.de. Wir kommen jetzt zu unserem Thema der Woche und dieses Thema der Woche hat am Freitagabend schon so ungefähr angefangen und es ist eigentlich, sagen wir mal, ein Thema, wo ich mir wirklich Sorgen mache um die Türkei, aber auch um die Deutschen, die dort in der Türkei sind. Aber ganz am Anfang erstmal, ihr seht schon, was es natürlich ist. Letzte Woche Freitag gab es eine Meldung natürlich, dass das Militär oder Teile des Militärs versucht haben, natürlich zu putschen. Ja, diese Meldung ging natürlich durch. Wir konnten erst am Samstag darüber berichten, weil niemand geradewegs da war, um die DERCHO.TV mit News damit zu füllen. Ist halt ein bisschen schlecht. Einer war im Urlaub, der andere war unterwegs, ich war unterwegs und der andere war nicht erreichbar.
Und es ist halt natürlich dann halt so gewesen, dass halt nur eine entsprechende Meldung, kurze Mitteilung natürlich zu hören war. Andererseits natürlich haben wir auch darüber berichtet, dass dass das Ganze natürlich ja gescheitert ist, der Putschversuch ist gescheitert und nun herrscht seit Mitte dieser Woche ein Ausnahmezustand in der Türkei. Das hat nämlich Recep Tayyip Erdogan, der türkische Präsident, veranlasst. Seit dieser Woche gilt er natürlich der Ausnahmezustand für 3 Monate. Laut Verfassung hätte er sogar auch ein halbes Jahr gelten können. Und 5 Stunden zuvor hat natürlich Erdogan mit der Regierung, der türkischen Regierung von Regierungschef Yildirim und dem Nationalen Sicherheitsrat darüber geredet, was nun gemacht wird. Seit dem Putschversuch sind nämlich über, ich glaube, 30.000 Putschisten, angebliche Putschisten bzw. Leute festgenommen, suspendiert und auch gefangen genommen worden. Alleine natürlich auch im Bildungsministerium, Entschuldigung, alleine auch im Bildungsministerium und so weiter. Und es wird auch natürlich gefoltert. Jetzt durch den Ausruf des Ausnahmezustandes, Erdogan erklärte es selbst, Zitat, das Ziel des Ausnahmezustandes ist die schnelle und effektive Beseitigung jener Bedrohung, die sich gegen Demokratie, Rechtsstaat, die Grundrechte und die Freiheit der Bürger richtet. Notwendig, um rasch alle Elemente entfernen zu können, die in den Putschversuch verstrickt seien, so Erdogan weiter. Und es ist vielleicht noch nicht vorbei, es könnte auch weitere Pläne geben. Der Putschversuch ist ja nur knapp 12 Stunden später ja gewaltsam oder halt natürlich so, es haben sich viele ergeben, weil es halt nicht geklappt hat und so weiter. Und trotz des Ausnahmezustandes werde die Demokratie in der Türkei nicht eingeschränkt, ergänzt er. Viele sehen das aber anders. Viele richtige Hardliner, richtige harte Kritiker an Erdogan, die nicht in der Türkei leben. Ja, Glück für die anderen halt natürlich nicht. Sieht man natürlich schon, dass die Türkei auf dem Weg in die Diktatur ist. Für andere ist es natürlich halt so, man macht sich Sorgen. Es gab ja auch einen Kollege von mir, der jetzt seit Anfang dieser Woche wieder in Deutschland ist, hat während des Zeitpunkts des Putschversuchs Urlaub gemacht. Es wurde ja eine Ausgangssperre und das Militärrecht verhängt. Also stand nur für 12 Stunden natürlich noch nicht fest, ob er natürlich aus dem Land rauskommen würde oder nicht. Aber weiterhin hat Erdogan natürlich begründet die Maßnahme mit Artikel 120 der türkischen Verfassung. Nämlich dieser erlaubt den Schritt bei sei verbreitenden Gewaltakten zur Zerstörung der freiheitlichen demokratischen Ordnung oder bei einem gravierenden Verfall der öffentlichen Ordnung. Und somit kann aber auch Erdogan per Dekret nun während des Ausnahmezustandes regieren. Bedeutet unter anderem auch, Pressefreiheit wird ausgesetzt. Können ausgesetzt und auch eingeschränkt werden. Und das ist natürlich für die Erdogan-kritischen Medien natürlich halt, sagen wir mal, das Ende, könnte man auch so sagen, aber nur für diese 3 Monate. Auch natürlich das Versammlungsverbot, sprich Demonstrationen gegen Erdogan oder gegen irgendwas anderes, was dem Volk nicht an der türkischen Regierung gefällt, kann auch sofort verboten werden. Aber auch natürlich Ausgangssperren könnten verhängt werden. Und wie schon auch gesagt, die Medienberichterstattung kann auch komplett, sagen wir mal, eingeschränkt oder auch eingestellt werden. Erdogan und die Regierung sehen unter anderem die Gülen-Bewegung dafür, oder den Herrn Gülen, Fethullah Gülen, des Predigers, der ja im amerikanischen Exil lebt, für diesen Putsch verantwortlich, derweil ist klar, 200, mehr als 260 Tote gab es bei diesem Putschversuch. Und es wurden derweil wirklich Zehntausende Staatsbedienstete suspendiert, 8.500 Menschen wurden festgenommen. Das Bildungsministerium hat 626 Privatschulen und andere Bildungseinrichtungen schließen lassen. Und die Nachrichtenagentur Anadolu meldet, dass ja auch weitere 32 Richter und 2 Militärs auch noch festgenommen wurde. Ja, wie das für die Wirtschaft aussieht, ist natürlich sehr schwer. Sorgen von Investoren verursacht der türkische Präsident entgegenzutreten. Wirtschaftsreformen werden ohne Unterbrechung weitergeführt und auch Finanzaktivitäten würden nicht eingeschränkt, heißt es. Die türkische Währung der Lira verlor am Ankündigung des Ausnahmezustandes gegenüber dem Dollar und den Euro auch kräftig am Wert. Der Ausnahmezustand trat ja auch schon direkt sofort in Kraft und mal schauen, wie das Ganze natürlich ablaufen wird.
Schließlich werden wir auch natürlich weiterhin auf die Türkei blicken und ich bin mir auch sicher, viele würden natürlich sagen, das ist ein richtiger Schritt, dass die Türkei im Ausnahmezustand ist. Diese Putschisten müssen bestraft werden. Andere sehen es halt natürlich anders. Und auch hier bestimmt die Türken, die in Deutschland leben, sehen es halt anders. Auch hier werden Gülen-Befürworter bzw. Anhänger der Gülen-Bewegung auch natürlich von Anhängern von der Regierung und des Präsidenten natürlich angegriffen. Und das natürlich dann auch mit Polizeischutz. Es ist wirklich eine Katastrophe, was jetzt so in den letzten 6 Tagen hier passiert, 7 Tage passiert ist. Und da ist natürlich auch viel natürlich geplant. Es ist auch, diskutiert ja auch die türkische Regierung, ob die Todesstrafe wieder eingeführt wird. Das war ja auch der Grund dafür, dass man sie abgeschafft hat, überhaupt mit der EU reden will. Die Bundesregierung, so auch natürlich Vertreter aus Brüssel, haben gesagt, keine Beitrittsverhandlungen mit Einführung der Todesstrafe. Bedeutet unter anderem, wird die Todesstrafe in der Türkei wieder eingeführt, kann die Türkei wirklich für die nächsten Jahre, wenn nicht auch Jahrzehnte, einen EU-Beitritt wohl komplett vergessen. Aber im Endeffekt fragen sich bestimmt viele, warum in der EU, wenn wir es selber machen können, so richtig. So richtig heißt es dann. Ist natürlich eine schwere Sache. Und wir werden darüber auch natürlich weiterhin berichten. In der letzten Woche gab es sowieso zu viel von diesem ganzen Kram. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich dabei gefühlt habe. Alleine, dass das in der Nacht auf meinem Geburtstag passiert ist. Naja, ist halt ein bisschen schwer, aber was soll man machen? Gleich schauen wir auch noch auf ein anderes tragisches Ereignis, was schon etwas mehr als eine Woche her ist. Der Anschlag in Nizza mit mehr als 80 Toten. Dieser Anschlag wurde anscheinend von dem 31-jährigen Tuneser schon im Voraus geplant, also schon etwas länger. Außerdem natürlich, Theresa May war das erste Mal als Premierministerin von Großbritannien hier in Deutschland, hat sich mit der Bundeskanzlerin getroffen. Was da so dabei rauskam und was es sonst noch so in Sachen des Brexits gibt, gibt es gleich. Jetzt gibt es aber erstmal News aus dieser Woche, die es natürlich auch noch gab aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und wir beginnen mit der Wirtschaft, die natürlich hier sehr wenig zur Erwähnung kommt. Das ist ein falsches Bild. Dankeschön. So, das ist das richtige Bild. Und zwar nämlich geht es um den Flughafen Berlin-Brandenburg, kurz BER besser gesagt. Der Chef des Hauptstadtflughafens Mühlenfeld hat Anfang dieser Woche bekannt gegeben, dass es einen neuen Termin geben wird. Ja, und zwar nämlich, wann er eröffnet wird, nicht wann er wieder umgebaut wird. Das klingt jetzt lustig, ist es aber nicht, denn so soll es nach Mühlenfelds Informationen gegenüber des Flughafenausschusses des Brandenburgischen Landtages Anfang November 2017 soll er offiziell komplett eröffnet werden, so wie es heißen sollte. Wegen dem schlechten Management und wegen der Brandanlage musste der Termin schon zigmal verschoben werden. Schon vor 5 Jahren hätte der Flughafen eröffnet werden sollen. Dann geht es um diese Maschine hier, um diese Fluggesellschaft und diese Maschine. Das ist nämlich die MH370. Seit gut mehr als 2,5 Jahren ist diese Maschine verschwunden. Teile wurden ab und zu mal an Stränden des Indischen Ozeans gefunden. Doch nun wird offiziell, so wie die Behörden es mitgeteilt haben, die Suche eingestellt. An der Suche haben sich Malaysia, Australien und China beteiligt. Dort kamen auch die meisten Opfer her von dieser Maschine. Nun wird die Suche vorerst eingestellt. Angehörige der Insassen wollten aber noch mehr Geld sammeln, um dass natürlich auch die Suche weiter fortgeführt wird. Die Maschine ist Ende März 2014 auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking vom Kurs abgewichen und irgendwo südwestlich von Australien im Indischen Ozean abgestürzt. Im Verlauf der letzten 2 Jahre wurden immer wieder Trümmerteile der Maschine gefunden und sie handeln tatsächlich vom Flug MH370. Und dann nochmal zur Wirtschaft. Die EZB, die Europäische Zentralbank, hat den Leitzins nicht verändert. Er bleibt auch weiterhin bei 0,0%. Der Rat des EZB hat dies nach Angaben der Notenbank am Donnerstagmittag mitgeteilt. Der Strafzins, wo die Sparkassen unter anderem zahlen müssen, wenn sie ihr Geld bei der EZB parken, liegt aber auch hier weiterhin bei 0,4%. Also hier ändert sich nichts. Schön immer das Geld ausgeben, auch wenn es teurer werden soll. Manchmal lohnt es sich, das Geld auszugeben. Ja, soviel dann auch zu den News der Woche. Mehr News gibt es wie immer auf unserer Internetseite www.derchotv.de. Dort gibt es unter anderem auch Meldungen zum Sport. Nico Rosberg verlängert mit Mercedes, mehr dazu am Sonntag bei Update Sport. Und natürlich Funai. Ja, Funai beendet als letzter großer Videorekorder-Pionier die Produktion des VHS-Rekorders. Ja, wer kennt die nicht?
Wer älter, wer so alt ist wie ich, 27, der wird die wahrscheinlich noch kennen. Wer jünger ist als 20, der kennt die Dinge nicht mehr. Ganz einfach. Aber lest es euch mal durch. Außerdem natürlich auch andere Meldungen wie Opel ist nach 5 Jahren endlich wieder in der Gewinnzone angelangt. Ein herzliches Glückwunsch da an die netten Menschen von Opel. Da sagt man manchmal immer was Falsches. So, und ich mache den Ventilator wieder an. Ich fange wieder an zu schwitzen. Das ist auch nicht schön. Mal immer ab und zu ein- und ausschalten. Ja. Solltet ihr ein Windgeräusch hören oder ein komisches Geräusch vom Ventilator, das ist der Ventilator, der das macht. Wir kommen aber jetzt leider zu einer traurigen Meldung aus der letzten Woche. Wir haben letzte Woche ja keine Sendung gehabt, weil ich letzte Woche um diese Zeit schon so langsam auf dem Weg nach Hamburg war. Da war ich nämlich bei einer Veranstaltung. Und dieses Mal ist es natürlich so gewesen, dass am Donnerstagabend letzte Woche am Nationalfeiertag ja was Schlimmes in Nizza passiert ist. Ein 31-Jähriger hat ja ist mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gerast, nach einem Feuerwerk anschließend des französischen Nationalfeiertags am 14. Juli. Dort wurden 84 Menschen getötet. Erst nach 2 Kilometern konnte der Täter gestoppt werden und wurde dann auch von Polizisten erschossen. Der Islamische Staat hat sich ja zu dieser Tat ja bekannt gemacht. Nun wurde bekannt, dass die Ermittler natürlich bekannt gegeben haben, dass diese Tat schon im Voraus geplant wurde, nicht Tage voraus, sondern schon monatelang. Ja, so heißt es natürlich. Auch Personen aus dem Umfeld des Attentäters hatten davon berichtet, dass bei ihm kurz vor der Tat keine Anzeichen einer Radikalisierung erkennbar war. Aber trotzdem hat man auf seinem Handy von ihm zwei Feuerwerke und einem Konzert auf der Strandpromenade von Nizza aus dem letzten Sommer gefunden. Ja, auch ein Indiz wahrscheinlich dafür, dass er gesagt hat, okay, hier feiern sie. Ich muss es tun, ich muss Ungläubige umbringen anscheinend, so ungefähr. Der Fokus lag aber dabei jeweils auf die Menschenmenge, nicht darauf, was natürlich dort stattfand, heißt es. Und er hat auch einen Zeitungsartikel gespeichert, bei dem es um einen Mann ging, der mit einem Fahrzeug auf eine Restaurantterrasse raste. Wahrscheinlich nicht aus islamistischen Hintergründen, wahrscheinlich einfach nur, weil er bekloppt geworden ist oder wegen einem Unfall bei ihm selbst, man weiß es nicht. Außerdem wurden natürlich 5 Verdächtige festgenommen, 4 Männer und eine Frau. Unter anderem wurden sie natürlich schon wegen der Beteiligung einer terroristischen Vereinigung. Sie befinden sich in Untersuchungshaft, so die Staatsanwaltschaft in Paris diese Woche. 3 Verdächtigen werde auch Beihilfe zum Mord in Verbindung mit einem terroristischen Akt vorgeworfen, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Einer der 3 soll auch gemeinsam mit einem Paar aus Albanien den Attentäter, dem 31-Jährigen aus tunesischer Herkunft, die Waffe besorgt haben, mit der er anscheinend geschossen haben soll. Schlimm, diese ganze Sache, und wenigstens ein Indiz dafür, dass natürlich alles schon vorher geplant war und nicht spontan kam. Es ist schon schlimm, was jetzt so in den letzten 2-3 Wochen passiert ist, derweil wurde ja auch bekannt, dass in Frankreich ja der Ausnahmezustand, der jetzt schon seit dem 13. November 2015 stattfindet, weiterhin nun um weitere, ich glaube, 6 Monate verlängert wurde. Ich weiß es jetzt auch nicht, wie viel. Nicht, dass ich das jetzt mit der Türkei verwechsle. 3 Monate oder 6 Monate. Zuvor hieß es natürlich noch von François Hollande vor dem Anschlag, der Ausnahmezustand kann nicht immer wieder weiter verlängert werden. Er hätte nächste Woche enden sollen. Das Parlament hat nun in dieser Woche zugestimmt, dass der Ausnahmezustand verlängert wird. Und jetzt mache ich ihn wieder aus. Mich stört dann doch ein bisschen das Geräusch. Ne, ein bisschen schade, aber was soll's, der Ventilator ist auch schon alt, 1 Jahr alt oder so, nicht mal. Naja, und wir werden euch auch auf der Echo TV auf dem Laufenden halten. Wir kommen nun zu unserem letzten Thema für heute. Ich sehe schon, wir sind gut in der Zeit, und wir kommen zu Theresa May und ihrem Land Großbritannien, was ja keinen Bock mehr auf die EU hat. Und in dieser Woche hat Theresa May ihren ersten Besuch gemacht, und zwar nämlich nicht in Brüssel, sondern in Berlin. Ja. Theresa trifft Angela, May meets Merkel, so ungefähr kann man das sagen. Und natürlich ist klar, der Brexit ist auch ein Thema gewesen zwischen den beiden Frauen. Und da gab es natürlich, wahrscheinlich wird da eine neue Freundschaft entstehen, nachdem sie sich ja jetzt so schmerzhaft nach 6 Jahren von David Cameron trennen musste. Du, 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 du. Right. Ne, so ungefähr. Und
Es ist die erste Auslandsreise von Theresa May als Premierministerin und das vielleicht auch noch eine Geste. Natürlich, klar ist es gewesen, der Brexit ist dabei das Thema gewesen. Klar ist auch, dass nach Artikel 50 natürlich die Reinreichung des Austritts Großbritanniens natürlich nicht in diesem Jahr stattfinden wird, sondern erst 2017. Heißt es. Und diese Botschaft war auch für die Bundeskanzlerin keine Überraschung mehr. May hatte schon vor, wie immer wiederholt, es verbreitet. Innerseits blieb natürlich auch Merkel bei ihrer Haltung, man müsse den Briten Zeit lassen und sie nicht zu einer raschen Austrittserklärung drängen. Obwohl es ja natürlich heißt, ihr solltet es jetzt mal langsam machen. Man hat ja auch damit gerechnet, dass ja eine Nachfolge von David Cameron ja auch wochenlang dauern würde. Aber nach nicht mal 3 Wochen ist es ja natürlich schon passiert. Zack, neue Regierung, neue Regierungschefin. So einfach ging das. Was auch klar ist, unabhängig davon, wann die Briten die EU verlassen werden, ist auch natürlich klar, wann genau. Darüber haben wir auch diese Woche berichtet. Januar 2019 könnte der Stichtag sein, wo Großbritannien sich bald nur noch schreiben kann, nicht mehr Mitglied der Europäischen Union. Wie natürlich dann Großbritannien ab 2019 aussehen wird, das wird dann ab nächstes Jahr verhandelt. 2 Jahre werden die Verhandlungen dauern, ob man natürlich dort irgendwie mit Reisen, mit Arbeiten und so weiter das irgendwie miteinander noch verstricken kann, sodass es nicht mehr nach EU-Gesetzen ist, soll es natürlich gemacht werden. 2019 soll dann der endgültige Austritt erfolgen. Im Juli nächsten Jahres hätte Großbritannien auch schon die Ratspräsidentschaft übernehmen müssen, die dann nun auch nicht gemacht wird. So wird dann Estland das Ganze übernehmen, die ja eigentlich 2018 geplant wäre, eigentlich dann das gemacht hätten. Ist also anscheinend dann auch geregelt worden und so hat May das natürlich auch dem Ratspräsidenten Donald Tusk mitgeteilt. Ja, mal schauen, was uns dann noch zukommt. Auch Anfang dieser Woche war ja Boris Johnson zu Gast, der neue Außenminister Großbritanniens. Man will immer wieder darüber lachen, dass Boris Johnson Außenminister ist. Naja, jetzt sind ja die meisten Brexit-Befürworter im Kabinett May und die werden natürlich auch dafür sorgen, dass Großbritannien wohl wahrscheinlich dann auch hoffentlich gestärkt aus der EU austreten wird, für die es natürlich interessiert. Und mal gucken, wie das Ganze auch ablaufen wird. Ja, mal schauen. Damit sind wir auch. Warum habe ich hier eine andere Meldung? Ah ja, stimmt. Ja, ist was ganz was anderes. Damit sind wir auch am Ende dieser heutigen Ausgabe von Update Politik. Wir sind am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Und morgen gibt es natürlich, wie geplant, Update Medien selbstverständlich mit Themen rund um Film, Funk und Fernsehen und Presse. Mal gucken, wie die Sendung wird. Also ich weiß es selbst nicht. Hauptsache so, dass ich nicht wieder irgendwie Probleme mit dem Mikrofon kriege oder so. Nein, nein, nein. Probleme mit dem Mikrofon habe ich jetzt seitdem nicht. Es ist einfach nur der Grund, weil die müsste mal einfach mal seinen Laptop ein bisschen aktualisieren. Ja, einige Software ein bisschen aktualisieren. Da hatte ich gestern mit Thema das Problem. Aber was soll's. Außerdem natürlich gebe ich erste Details bekannt, wie der Dercho TV Podcast ablaufen wird. Mal gucken. Am Samstag in einer Woche wird es ja die erste Ausgabe geben. Dafür wird Update Medien ja nicht zu sehen sein. Also wird es einmal im Monat eine Ausgabe weniger von Update Medien geben. So viel kann ich dazu schon mal sagen. Außerdem natürlich werde ich mich dazu äußern, was letzte Woche Sonntag passiert ist, zu dem Hackerangriff auf derchotv.de. Eigentlich ist alles schon in einem Artikel gesagt und mehr will ich dazu auch eigentlich nicht mehr sagen, weil mich kotzt es derbe an, dass es solche Menschen überhaupt gibt, die sich irgendwo einloggen und ein Projekt irgendwie einen Traum kaputt machen, die dann natürlich, weißt du, 3 Jahre oder ein halbes Jahr dranhängen und das 24/7 gefühlt und dann auf einem Schlag kaputt machen. Ne? Also das ist auch, das, ja, da fehlt einem die Worte, das zu sagen. Man würde eigentlich direkt schon sofort anfangen zu fluchen, aber so einen Piep-Knopf habe ich hier nicht. Deswegen lasse ich es eher sein. Deswegen werde ich wahrscheinlich morgen auch dazu nichts sagen. Mal gucken, vielleicht überlege ich mir was, vielleicht auch nicht. Ich glaube aber nicht, aber es gibt auf derchotv.de einen Artikel dazu, der alles ein bisschen so ausspricht. Ja, so. Damit sind wir auch am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen bei Update Politik wieder. Dadurch, morgen gibt es dann auch Update Medien. Ja, so wollte ich das sagen. Bis dahin, tschüss.